Super, Sie haben die Kameras gefunden. Installieren Sie sie im Speisesaal. Folgen Sie mir. Aber das ist jetzt meine Wohnung, oder? Geht ja wieder zu. Gewöhnungsbedürftig. Ach, ich kann auch mit meinen Leuten reden. Hier mit meiner Frau. Was ist Karl? Über die Arbeit sprechen. Okay. Polizei hat direkt vor meiner Nase einen Mann in Handschellen abgeführt. Das hat mir Angst gemacht. Wer war das, Karl? Der vorherige Hausmeister. Was? Der vorherige Haushausmeister? Er war seinen Pflichten nicht gewachsen. Was für ein Albtraum. Karl, könnte dir nicht dasselbe passieren? Keine Sorge, meine Liebe, ich werde ein guter Hausmeister sein. Okay. Ja, Vater? Über die Arbeit sprechen. Ich mag deinen neuen Job nicht, Vater. Oh. Dein Chef ist ein Ekel. Magst du gutes Essen und das Studium an der Universität? Was für eine gemeine Frage. Trägst du neue Kleidung? Dann unterstützt du uns vielleicht. Ich werde dich unterstützen. Ich werde einen eigenen Job finden. Und wenn ich gleichzeitig studieren und arbeiten muss. Der Sohn ist aber frech. Das hoffe ich. Ich hasse die Minen, Vater. Ich würde eher sterben, als wie ein Sklave zu schuften. Oh. Gibt Minen. Hört sich nicht so positiv an. Hast du deine Meinung darüber, Bergarbeiter zu werden, geändert? Der kann doch seinen Sohn nicht in die Minen schicken. Ja, das hatten wir. Okay. Ich habe keinen einzigen Kurs versäumt. Das ist schön. Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht gedacht, dass du den Platz an der Universität für mich bezahlen kannst. Warum ist der Sohn eigentlich so frech zu seinem Vater? Dein fleißiger Studentsohn, dieser Platz kostet eine Menge. Ich werde dich nicht enttäuschen, Vater. Ach so. Über einen Platz. Aber der hat doch schon Platz. Ich schwöre dir, ich würde flüchten, wenn man mich in eine Mine schickt. Ich hasse die Minen, das hatten wir schon. Bleib ruhig, ich habe dir 100-mal erklärt, dass Arbeiten in der Mine hart ist, aber hoch respektiert wird. Versuche im Haus zu helfen. Ich habe kürzlich mit Martha gespielt. Aha. Na gut. Spielst du mit mir? Nicht jetzt, Martha. Im Haus fragen. Magst du unser neues Zuhause? Ich mag es sehr, es ist groß. Und du? Ich mag es auch. Wir haben drei Zimmer, wir hatten mal nur eins. Oh, die hatten alle vier nur ein Zimmer. Das ist ja echt heftig. Außerdem haben wir einen Fernseher. Werden Sie uns den Fernseher wieder wegnehmen, Papa? Nein, Süße, niemand wird ihn wegnehmen. Patrick sagt, sie zeigen manchmal einen Trickfilm. Hört sich ja alles echt schrecklich an. Wo ist denn der Typ jetzt? Ah. Wahrscheinlich kriege ich gleich Ärger, weil ich so lange brauche. So, klicken Sie auf Feuermelder und wählen Sie anschließend eine Kamera zur Installation. Klicken Sie auf den Papierkorb, um die Kamera zu entfernen. Habe ich jetzt gemacht? Okay, ich habe jetzt da eine Kamera installiert. Was ist das hier? Ach, das ist die Gemeinschaftsküche. Die ist dann wahrscheinlich für alle Mieter. Kann die überhaupt nicht entfernen, die Kamera? Neue Anordnung der Regierung erhalten. Okay. Sie machen das gut. Hier ist Ihre erste Belohnung. Geben Sie Ihr Geld für Dinge aus, die Sie brauchen. Diese finden Sie beim Händler. Sie erhalten Überwachungskameras, wenn Sie Reputationspunkte verdienen. Ja, toll. Reputationspunkte zeigen Ihren Ruf. Sie bekommen sie für die Erfüllung von Aufgaben. Sie können sie auch zu persönlichen Zwecken nutzen, um die Leute um sich da. Hä?
Ach so, um die Leute um sich dazu zu bringen, was sie möchten? Mir gibt der Satz gar keinen Sinn. Leider habe ich einige Sachen im Ministerium zu erledigen. Auf jeden Fall können Sie mich zu jeder Zeit aus unserem Büro über Ihre Privatleitung anrufen und mich alles fragen. Ach so, habe ich Ihnen dann gerade angerufen? Über Handy oder was? Übrigens, Karl, ich empfehle Ihnen stark, den Hörer abzunehmen. Merken Sie sich, wir beide dienen zuvorderst unserem großartigen Volk und die Erfüllung von Richtlinien und Weisungen vom Ministerium ist für uns genauso wichtig wie Brot, Wasser und Luft. Jetzt zum Wichtigsten. Manche Mieter sind gefährlich. Ihr Vorgänger war seiner Aufgabe nicht gewachsen. Wir hoffen, dass sie es besser machen werden. Sagen Sie mir mal wie. Als erstes beobachten Sie die Mieter aufmerksam. Reichen Sie einen Bericht ein, sobald Sie Beweise gesammelt haben. Die Polizei übernimmt den Rest. Unter uns, unser großartiger Staat kann allen sehr dankbar sein, die ihre Arbeit gut machen. Das Ministerium kann bei Fälschung und Erpressung ein Auge zudrücken, wenn sie ihr Ziel damit leichter erreichen. Ist eine Währung, die genutzt werden kann, um besondere Gefallen einzufordern. Was? Ach so, das, was man hier kriegt. Aber das scheint ja irgendwie Geld. Ach nee, Reputationspunkte. Ja, könnte natürlich sein, Amon. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, uns bleibt erstmal nichts anderes übrig, als zu sagen, ich werde mein Bestes tun. Nicht, dass die, ja, weiß ich nicht, irgendwas machen. Ich mag ihren Enthusiasmus. Beeilen Sie sich aber nicht, unsere Abteilung anzurufen. Sie können immer Ihren weißen Tutor nach einem Rat fragen. Eine letzte Anweisung. Der Schlüssel, den ich Ihnen gegeben habe, öffnet jede Tür im Gebäude. Oh. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Mieter Ihre Wohnung verlassen haben, bevor sie wahrscheinlich betreten. Viele Bürger glauben immer noch, dass ihr Privatleben nur sie etwas angeht. Ja, ist das nicht so? So soll es sein. Los ans Werk. Oh je. Okay, und jetzt? Naja, ich guck mal in die Aufgaben. Mein Vorgesetzter hat gesagt, ich soll das Ministerium anrufen, um Anweisungen zu erhalten. Ach so, okay. Na gut. So, Verordnungen. Hier haben wir eine neue Verordnung. 6038. Läuft meine Zeit jetzt weg? Oh. Die Schaffung von politischer Propaganda ist verboten. Kann ich das anklicken, aber nichts machen. Pff. Interessant. Was haben wir hier? Ach so, da könnte ich theoretisch eine Kamera einbauen, wenn ich eine hätte. Okay, hier gibt es nichts Besonderes. Da ist mein Sohn schon wieder. Er möchte, glaube ich, mit mir sprechen. Ja, Vater? Nur irgendwie nicht, ne? Ich weiß nicht, ich denke mal, der wird wahrscheinlich dasselbe jetzt sagen. Ich guck mal. Ja. Okay. Ja, gut. Der wird nichts Neues sagen. Ich kann auch hier hinten reingehen. Okay. Die hört sich so niedlich an. Sehr voll niedlich. Okay, dann werde ich die jetzt mal anrufen. Ordnungsministerium, Ihr Anruf wird angenommen. Hallo Karl. Der hat es aber schnell dahin zurückgeschafft. Oder wohnt der direkt nebenan?
Beziehungsweise arbeitet er direkt nebenan. Sie haben Ihre Hauptpflichten erfahren. Sind Sie bereit für eine Aufgabe? Ja, ich bin bereit. Überwachen Sie Wohnung 2. Jakob Manischek wohnt dort. Das war doch hier der schlüpfrige Typ oder so. Ja. Sie können die Kameras im Staatsgeschäft kaufen. Treten Sie Wohnungen von Mietern nur dann, wenn Sie nicht zu Hause sind. Und seien Sie vorsichtig. Ah, ich kann auch... Ah, ich kann rauszoomen. Ach, okay. Ah, hier ist Maria Schimmer. Sieht ein bisschen aus wie bei Fallout Shelter hier mit den Dingern. Ah, gut, okay. Was macht sie denn da? Okay. Boah, Sohn, nicht so laut reden. Hör doch gar nichts. Beobachten Sie Jakob Manischek. Sie können Kameras im Laden kaufen. Ja, durchsuchen Sie Apartment 2. Installieren Sie eine Kamera. Sammeln Sie Daten über Jakob. Okay. Nee. Ach, da komme ich wahrscheinlich in den Laden. Überwachungskamera. Geringer Sichtbereich, Videoaufzeichnung verfügbar. Reparaturset für Haushaltsgeräte. Reparaturset für Möbel. Ach, das kann ich von Geld kaufen und das kann ich von meinen Reputationspunkten kaufen. Interessant. Kaufe eine Kamera. Theoretisch könnte ich noch eine kaufen. Wie viele soll ich denn kaufen? Geht hier nicht. Wie er rückwärts da rausgeht. Wo ist er hin? Wer ist das? Meine Komplimente. Verkaufen Sie heute? Sehen Sie sich um. Was ist das denn hier? Ich kann Schokolade kaufen. Ich habe sogar Geld dafür. Ein Buch. Okay. Ja, weiß ich nicht, was ich damit jetzt machen soll. Apartment 2. Ach so, hier ist sogar eine 2 dran. Okay. Ja, aber wie sehe ich denn, ob der zu Hause ist? Pflanze. Gar nichts da unten. Hallo. Kennenlernen. Hallo, mein Name ist Karl. Ich bin der neue Hausmeister dieses Hauses. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Maria Schimmer. Haben Sie Ihre Familie hierher mitgebracht? Wir sind gerade eingezogen. Es wäre schön, Sie kennenzulernen. Ja. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Aha, okay, das war's. Aber woher soll ich denn jetzt wissen, dass der Typ zu Hause ist? Ich meine, sie ist jetzt rausgegangen, das habe ich gesehen. Ach, ich kann klopfen, okay. Guck mal. Hä? Mein Sohn? Ich glaube... Ah. Sieht nicht so aus, als wenn er zu Hause wäre, aber ich weiß nicht. Wenn die natürlich sehen, dass ich da... Oh, da kommt ein Auto. Ne, ein Bus. Ich dachte nicht, er steigt da aus. Ne. Ich weiß gar nicht, wie der aussieht. Der sieht aus. Hier ist was los. Kommt noch jemand raus? Fahren jetzt alle mit dem Bus irgendwo hin? Was soll das überhaupt für eine Uhrzeit sein, da links oben?
mache hier gar nichts. Ich bin nur der Hausmeister.